Privat, Genossen. Bin jetzt in Liebe Rose. Also was heißt Liebe Rose? Liebe Rose Heide. Ich würde sie auch liebevoll die militärische Müllablade nennen. Ich habe schon einiges jetzt gefunden, was ein bisschen nicht gerade den sichersten Eindruck macht. Einmal. Das zweite Mal. Wobei mir das zweite Bild am meisten leichte Befürchtungen gemacht hat. Ja, hier ist es relativ ruhig, was soll man sagen? Ich bin immer noch auf der Suche nach der Wüste. Hab sie bisher nicht gefunden. Ich denke mal, das geht einfach nur darum, dass das hier relativ karge Landschaft ist. Zweiter Weltkrieg, übrigens kurz zur Geschichte. Zweiter Weltkrieg gab es hier einen Waldbrand. Dann wurde es abgeholzt, bereinigt. Dann hatte die Wehrmacht das Gelände noch genutzt zum Üben. Dann kamen die Sowjets, die haben das zum Üben genutzt. Und 92 ist es offiziell dann nicht mehr genutzt worden. Die Kernzonen, die am gefährlichsten sind, gehören einem Naturschutzbund e.V. Und ein großer Teil drumherum, der weniger gefährlich ist, gehört dem Land Brandenburg. Tja, was soll ich sagen? Bisher 1,5 Motive gefunden. Und ein paar Szenen, die einen nachdenklich stimmen. Übrigens, in die Richtung, bei euch links, habe ich wunderbar schöne Aussicht zu dampfenden Kraftwerken, denke ich mal, sind das. Das ist toll. Aber ein Blick, eine Aussicht kommt jetzt. So, da hätten wir einen Teil der Aussicht. In diese Richtung dort gibt es noch irgendwie Moor und Tümpel, kleine Seen. Die wollte ich mir eigentlich noch anschauen, aber wie ich gerade nach vielen Gesprächen, hier sind viele Besucher unterwegs, die auch aus der Gegend wohl kommen, feststellen durfte, sind das noch 10 Kilometer Luftlinie. Ich weiß nicht, ob ich das so pünktlich schaffe, weil ich müsste dann erstmal dahin und 19 Uhr kommt der Bus und wir wollen doch noch alle irgendwie leben zurück. Leben zurück ist ein gutes Stichwort, bei so viel Munition, was hier rumliegt. Jedenfalls irgendwo in diese Richtung müsste Cottbus liegen. Hall, Echo. Schön hier. Und ja, da ist ein Gitter. Hier geht es vermutlich zu einem noch überbleibenden Bunkereingang. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt versteht, das halte ich hier so sehr. Und hier stellen wir fest, wir sind gefangen und kommen nie wieder raus. Gelogen. Hier geht es auch noch raus. Übrigens, so sieht das von hier aus. Ich hatte noch eine blöde Belichtung, ne? Da war es natürlich viel zu hell. Viel, viel, viel zu hell. Aber hübsch, oder? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer ganz viel Gestrüpp, was wahrscheinlich nur vor lauter Holzbücken nur so explodiert. Viele Fenster. So viel Blick nach draußen. Aber wir sind ja für Fotos hier. Weiter geht's. Ja, ich würde ja sagen, da warten einige schöne Dinge. Halt! Ehemaliges militärisches Übungsgelände. Gefahr durch explodierende Munitionsteile, einsturzgefährdete Bauwerke, unterirdische Anlagen sowie Waldbrände. Ja, man sieht hier, dass es oft gebrannt hat. Und keine Haftung für Personen und Sachschäden. Achtung, Monitoring durch Wildkameras außerhalb der gekennzeichneten Wanderwege. Das heißt für mich zumindest, dass man hier überall irgendwie doch lang kann, aber ja, also zumindest die Wege kann man erkunden. Das ist doch mal eine schöne Sache. Da drüben, ich weiß nicht, ob man das genau erkennt. Ich erkenne nicht mal mehr den Bildschirm der Kamera. Das wird so hell hier.
wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ist das ja ein richtig toller Deal gewesen. Das heißt, das äußere Gebiet, das gehört dem Land Brandenburg, was anscheinend nicht so sehr gefährdet ist. Und die Kernzone, wie man wahrscheinlich mittlerweile unschwer erkennen sollte, die ein bisschen belastet ist und ab und zu mal in Brand gerät, die gehört dem Naturschutzbund. Ich weiß ja nicht, ob der Deal so gut war. Natürlich besser, als wenn das jetzt irgendein Privater hier gekauft hätte. Und wer weiß, was hier drauf errichtet hätte. Irgendwie so ein blödes Campinglager oder so ein Quatsch. Das scheint noch nicht mal so lange her zu sein, der Brand. Ach, ja, ich hatte davon gelesen. 2017, im Mai, glaube ich, war das. Da hat das hier gefackelt. Gut, dass wir hier so eine Wege aus Sand zwischen haben. Wer weiß, wo das noch rübergekommen wäre. Warum ihr gerade die Beine seht, oder die Füße, das obligatorische Füßefilm, wie es jeder macht, das darf doch nicht fehlen in meinem Video. Das darf doch nicht fehlen. Adaptieren ist das Zauberwort. Sieht man's? Hinter mir ist so ein Turm. Den hatte ich mir mal kurz angeguckt, zumindest aus sicherer Entfernung. Sieht sehr einsturzgefährdet aus. Hatte ich jetzt als Motiv genommen. Ist bloß bei dem gleißenden Sonnenlicht von oben gerade alles schwer festzustellen, ob wie es was taugt. Das Histogramm sagt zwar meistens immer okay, alles schick, daran kann man sich orientieren. Histogramm ist eine gute Sache. Aber auf dem Monitor wird schon schwierig. Und ich persönlich brauche immer mal den Monitor, um herauszufinden, wie es wirkt letztlich dann. Naja. Jetzt geht es erstmal für mich weiter. Euch Stativ einpacken. Und eigentlich wollte ich ursprünglich noch ein bisschen Moor suchen gehen. Aber ich weiß zwar, wo es ist. Ich denke jedoch, dass das mit der Zeit ein bisschen knapp wird. Übrigens stehen hier überall auch so eine alten Lampen rum, so eine Straßenlaterne, auch so eine schönen Ostlaternen. Sehen auch alle sehr geplündert aus, also meistens wurde der Lampenkopf abgeschlagen, Draht rausgezogen. Da, das meinte ich mit den Laternen. Ich denke mal, man sieht es langsam. Ziele gerade direkt drauf zu. Diese typischen alten DDR-Laternen. Die hat noch ihren Kopf. Kopf ist noch vorhanden. Nur das Leuchtmittel fehlt. Tja, schön hier eigentlich. Ich habe jetzt schon von allen möglichen Leuten, die hier irgendwie herumspazieren, gehört, dass das wohl eine tolle Gegend ist zum Pilze suchen. Was sonst? Oh, Vöglein. Okay, ich wurde entdeckt. Dachte erst, das ist eine Sitzbank. Das da ist eine Sitzbank. Und da am anderen Ende, geradezu,
Scheint hier mal ein Schießstand gewesen zu sein. Oder immer noch. Aber ob der ganz legal hier ist, wer weiß. Ein bisschen verwahrlost hier aus alles. Ist am Rande dieser tollen Straße. Oh, Mensch, wo kommt denn das Stativ her? Also der Wald hier ist ein kleines Abenteuer. Hier ist auch irgendwas durchs Gehölz gerauscht. Ich weiß aber nicht, was es war. Und ab und zu hört man es noch knacksen. Als wenn das, was auch immer das für ein Tier ist, das in der Nähe war oder immer noch ist. Und es jetzt umgekehrt mich versucht zu beobachten. Hm. Na ja, gut. Jetzt erstmal weiter. So Leute, das war's dann mit der Tour. Ich mache mich jetzt auf nach Librosa, beziehungsweise bin eigentlich schon da. Ja doch, bin eigentlich schon da. Suche mir irgendwie noch eine Möglichkeit, vielleicht noch was zu essen, zu trinken. Dann suche ich irgendwie die Bushaltestelle. Ja. Und dann schauen wir mal, was aus den ganzen Bildern geworden ist. Ich glaube, das erste... Das hatte mir immer noch am besten gefallen. Naja. Warum ich gerade so nachdenklich schaue? Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Irgendwie... Ah, das bin ich öfter nicht. Irgendwie kann das sein. Naja gut. Wir hören uns. Falls es nicht nochmal irgendwas Schönes gibt.